Hallo und herzlich willkommen, liebes Publikum. Wir müssen einfach nochmal hier über den Dacia sprechen. Und es gibt jetzt auf jeden Fall krasse Neuigkeiten. Denn wir haben das Auto mit einfachsten Mitteln haben wir den zum Laufen gekriegt. Wahrscheinlich war es das jetzt auch gewesen. Ich lasse den jetzt mal so 10 Minuten warm laufen, damit ich das auch zeigen kann. Ich bin mit dem Auto, ich guck mal kurz, bestimmt 100 Kilometer gefahren. Was soll ich sagen, das Auto läuft prima. Viele haben ja in dem ersten Video das Auto schlecht geredet und totgeschrieben und. Aber ich glaube, wenn das jetzt so funktioniert, wie wir hoffen, klar, dann ist das Auto immer noch, oder der Motor eher gesagt, eine Fehlkonstruktion. Ich lasse den jetzt warm laufen 10 Minuten und dann zeige ich nochmal, dass der wirklich keine Fehlzündung mehr hat. Ne, im Kalten und wie im Warmen nicht. Der läuft wirklich sauber. Und dann hole ich den rein und dann erkläre ich mal, was wir gemacht haben. So, der Wagen ist jetzt warm. Der läuft jetzt eine Viertelstunde. Und siehe da, keine Kontrolllampe am Blinken. Ne, die wäre schon sonst lange angegangen. Und der läuft tatsächlich ohne Fehlzündung. Wir haben auch nochmal Kompressionen gemessen nach der Aktion, die wir gemacht haben, oder nach der langen Probefahrt danach. Und wir haben jetzt auf jedem Zylinder 12 Bar. So unglaublich das auch klingt. Und was wir da jetzt gemacht haben, das erkläre ich jetzt, wenn ich das Auto reingefahren habe. Die große Frage, was haben wir gemacht? Ich kenne einen Experten, der bei Renault arbeitet. Der hat mir gesagt, das sind bei den Motoren ganz klar die Verkokungen. Die Kolbenringe verkoken, die Ventile verkoken. Es gibt da zwei oder drei Möglichkeiten. Ansaugbrücke abschrauben und die Ventile so ein bisschen schön sauber machen, strahlen oder sonst irgendwas. Oder ein Zusatz ins Öl, was dann die ganzen Verkrustungen, Verkokungen löst. Dann habe ich gesagt, ja, das probieren wir. Dann habe ich mich ein bisschen so im Internet schlau gemacht und habe dann ein Zeug gefunden, und zwar das hier. Das kommt aus Russland, also steht alles auf Russisch drauf. Die Beschreibung auch. Und ja, das, was soll ich sagen, das Zeug hat Wunder bewirkt. Da war so eine kleine Spritze dabei, die man aufzieht. Dann schraubt man die Zündkerzen raus und verteilt das gleichmäßig auf alle Brennräume. Und lässt es dann 60 Minuten einwirken. Nach einer halben Stunde soll man einmal leicht den Motor so ein bisschen drehen, ne, dass die Kolben sich mal, die Stellung so ein bisschen ändert. Und nach einer Stunde soll man es wieder raussaugen mit der Spritze aus den Zylindern oder das Öl ablassen. Auf jeden Fall, dass das Zeug wieder raus ist, weil wenn man es länger drin lässt, dann soll ein Loch im Kolben kommen. Das wollen wir ja nicht. Ja, dann macht man frisches Öl rein, fährt mit dem Auto. Und in den ersten 20 Minuten hat der Wagen ungefähr so gequalmt, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann nicht normal sein, also da muss jetzt was kaputt gegangen sein. Doch, das war aber normal. Ja, und seitdem kein Fehler mehr drin, kein Zündaussetzer. Kompression haben wir, wie gesagt, nochmal geprüft. Alle Zylinder 12 Bar.
Auto läuft, Motor läuft. Ja, und für alle, die das Auto so schlecht machen, ich weiß gar nicht, ist der wirklich so schlecht? Also wir haben 7 Sitze. Ich glaube, die sind die original. Ich glaube schon, ne? Hat jeder? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ist wahrscheinlich Sonderausstattung. Wir haben so einen schönen Gurt da oben im Dachhimmel eingeschnitzt. Ja, ist nicht die beste Qualität. Aber was soll, der hat wahrscheinlich neu, hat der vielleicht auch nur 8.000, 9.000 Euro gekostet. Ich glaube, dafür kann man sie gar nicht so viel verkehrt machen. An Ausstattung hat er auch nicht wenig. Navi, Sitzheizung, die vorne rechts, die Box, die geht nur ab und zu, so wie sie mal will. Ich finde den Wagen gar nicht so schlecht. Für eine Familie, die es nicht so dicker hat. Der verbraucht wenig, ja, das einzige Manko ist halt nur der Motor. Aber den gibt es wahrscheinlich auch mit anderen Motoren. Aber Benziner gibt es, glaube ich, nur den 1,2er. Was ich jetzt so auf die Schnelle gesehen habe, weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich glaube aber, die Dieselmotoren sind auch nicht viel besser von Renault. Ja, ist ja auch egal. Was ist jetzt? Also die Angst bleibt immer noch, dass die Verkrustung nach ein paar tausend Kilometern oder noch eher oder später wiederkommt. Dafür soll es aber ein Zusatzmittel geben, was man ins Öl macht, um das zu vermeiden. Die haben halt viel Probleme mit Verkorkung aufgrund von Kurzstrecken. Wenn man mit dem Auto, gerade wenn, weiß ich nicht, wenn manche nur einen Kilometer bis zur Arbeit haben und halt viel Kurzstrecke fahren. Ja, was ist das Resümee von dem Ganzen jetzt hier? Wenn man das, wir können das mal so ein bisschen psychologisch jetzt zerbröseln. Ich hätte jetzt, wie viele Leute reagieren können und hätte dem Verkäufer Theater machen müssen, hätte mit dem Anwalt drohen können, hätte das Auto hinbringen können, hätte mir eigentlich nur selber geschadet. Oder ich könnte, ja, man kann das Beste draus machen und man kann es positiv sehen, man kann es jetzt so hingekriegt haben und ne, ich will damit sagen, man muss nicht immer sofort für jeden Scheiß zurückrennen und Theater machen. Im Endeffekt bringt es nichts und man schadet nur sich selber. Der Wagen läuft jetzt. Ich werde den auch nicht jetzt sofort verkaufen. Also ich werde den auf jeden Fall ein paar hundert Kilometer Probe fahren und hoffen, dass es weg ist, dass es auch nicht wiederkommt. Man kann den Verkäufer auch verstehen, wenn er so ein Auto stehen hat, wo mit so einem Fehler, ja, was soll er machen? Der hat wahrscheinlich für den Wagen auch zu viel bezahlt und möchte dann halt sein Geld wenigstens wieder haben. Es ist jetzt so, wie es ist. Ja, was ziehen wir für ein Fazit? Man soll sich nicht so viel aufregen. Das war's und tschüss.